Ja, hallo lieben, Christian Schemmeier, Paterapolog, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Heute haben wir eine Mail von jemandem, der, ja, 28 noch keine richtige Beziehung hatte, ist ja vielleicht so bindungsängstlich. Manifestieren wir uns immer selber unsere Sachen, ja, stehen, was wir für Gedanken haben. Wir gucken mal rein. Denkt dran, dass meine Ausbildung bald losgehen, da den Frühbucherrabatt gibt es jetzt nur noch in diesem Monat, in diesem Oktober. Und genau, wir legen mal los. Lieber Christian, möchte ich mich bedanken für deine Arbeit und Videos. Ich habe mir in den letzten Wochen viele Videos angeschaut und sie für so lehrreich und nachvollziehbar empfunden, dass ich dir meine Situation schildern möchte, um eventuell ein paar Impulse zu erhalten, um mein Beziehungsleben positiv zu beeinflussen. Ich würde mich als beziehungsängstlichen Co-Abhängigen, Feld-, Wald- und Wiesenbindungsängstler, wahrscheinlich so eine Abgrenzung zu so, Anführungsstrichen, narzisstischen Bindungsängstlern, einordnen. Ich bin Ende 20 und hatte noch nie eine wirkliche Beziehung. So, grundsätzlich kann ich zwei Typen von Zusammenkünften mit Frauen bei mir unterscheiden. Entweder finde ich die Frauen wunderschön und super toll, mein Anziehungssystem tickt komplett aus und ich wünsche mir einfach nur, mit diesen Menschen ewig zusammenbleiben zu können. Ja, ich beschreibe ja immer die drei Modi von Co-Abhängigkeit. Das wäre jetzt so, wenn du jetzt mit so einer Frau zusammen bist, dann wärst du quasi in diesem Liebessucht-Pol. Ja, Frauen werden idealisiert. Wahrscheinlich sind sie im Minuspol, könnte ich für wetten. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr euch für diese Dynamik interessiert, von Plus und Minus auch Modul 1. Bei mir, mein Hauptkurs. Ja, dann hast du wahrscheinlich jemanden, der schon dich irgendwo umgarnt, aber gleichzeitig so distanziert ist. Und dann idealisiert man diesen Menschen, stellt ihn auf den Podest und ja, läuft ihm hinterher und was weiß ich. Und eigentlich lebt man nur seine, also es ist gar nicht so eine echte Liebe, sag ich mal, sondern, also vermute ich mal, sondern lebt einfach so sein Bindungsmuster aus, ne? Und wird noch unter Umständen relativ needy, so als Mann, ne? So, in diesen Fällen infantilisiere ich quasi zu einem Fünfjährigen, der einfach nur Nähe möchte und für den nichts anderes eine Rolle spielt, als mit dieser Frau seine Zeit zu verbringen. Ja, also gut, Fünfjähriger ist jetzt vielleicht, aber steht ja so. Die Frauen spüren dann diese Energie und sind meistens schon vor dem ersten wirklichen Date nicht mehr interessiert. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn man als Mann im Pluspol ist. Das ist wirklich der größte Abfuck für Frauen, vor allem für attraktive Frauen, den man nur bringen kann. Aber gut, das ist ja schon mal ganz gut, dass du es auf dem Schirm hast. So. Ich habe bei den Treffen dann auch keinen Kontakt zu mir, rede mich um Kopf und Kragen, ärgere mich anschließend ungemein über mich selbst, meine Dummheit. Man muss jede Frau gleich behandeln beim Dating. Gleich gut natürlich, ne? Also jetzt, aber jede Frau gleich. Du darfst nicht eine attraktive Frau besser behandeln. Das war einer der wichtigsten Dating-Tipps eigentlich, vor allen Dingen für Männer, glaube ich. Wenn sie super attraktive Frauen daten wollen, ja, die genauso zu verhalten, als wenn du eine, aus deiner Sicht, ist ja auch subjektiv, mittelgradig attraktive Frau datest. So, ne? Nicht auf den Podest stellen. Aber gut, haben wir eigentlich schon x-mal besprochen, ja. Da mein Anziehungssystem leider sehr hohe Ansprüche hat, treffe ich diese Frauen selten an. Noch seltener schaffe ich es, einen Kontakt herzustellen, weil ich sie so sehr auf einen Podest stelle, dass ich mir denke, sie wird mich sowieso nicht mögen. Ja, Glaubenssätze, ne? Spreche sie also dementsprechend auch nicht an. Ja, sag ich wieder, alle Frauen gleich behandeln, ne? So, bei den anderen Zusammenkünften mit Frauen bin ich der andere Pol. Ich weiß, dass mich die kommenden Sätze sehr schlecht darstellen lassen. Allerdings möchte ich ehrlich sein und entschuldige mich schon mal vorweg. In diesen Fällen nutze ich Frauen im Prinzip dafür aus, mich aus meinen, emotional niedrigen Zuständen rauszuholen, mich zu stabilisieren. Also schön, dass du das so klar siehst. Das machen ganz viele Menschen. Ich will das jetzt auch nicht bewerten hier. Ich glaube, das ist extrem weit verbreitet, aber was du, wie du richtig sagst, wenn wir so aus Verlustangst daten, ist wie hungrig einkaufen, kommt meist nichts Gutes bei raus, ne? Und genau, man fängt, das ist ja eigentlich das Ziel meiner ganzen Arbeit, ist nicht mehr benutzt werden und nicht mehr benutzen, ne? So könnte man es sagen. Ich bin ein neurotischer, depressiver Typ, der nicht allein sein kann, sich ständig getrieben fühlt, so gut wie nie ein reguliertes Nervensystem aufweist und sich quasi andauernd gefühlsmäßig auf einer Skala
von 1 bis 10 auf einer 2 bis 4 befindet. Ablenkung wie gute Filme, Arbeit, Freunde und Familie sowie Nebenprojekte holen mich dann temporär raus. Ja, alles verständlich, aber ich weiß ja nicht, was für ein Ausmaß hat. Sonst müsstest du das auch mal gezielt angehen, natürlich, diese Stimmungsprobleme, ne? Vor allen Dingen, wenn die entsprechendes Ausmaß haben. Tja, müsste man vielleicht mal sich da helfen lassen. Aber wie gesagt, ist ja immer gut, wenn man, wie gesagt, das ist weit verbreitet, so weit verbreitet, dass man nicht mal groß was zu sagen kann. Klar, dass wir uns hochziehen wollen. Also keiner sucht nur die reine Liebe, aber ganz viele Menschen machen das jetzt mehr oder weniger. Vielleicht ist es bei dir auch mehr, also dass sie daten, um, das ist eigentlich ein guter Punkt, das besprechen wir relativ selten hier, dass gedatet wird, um die eigene Laune zu verbessern, ne? Niedrigen Dopaminhaushalt anzukurbeln, um irgendwie irgendwas zu spüren, um sich wichtig zu fühlen, um sich geschätzt zu fühlen und. Ja, es führt natürlich zu nichts Gutem, weil es eben kein echter Kontakt ist, so, aber es ist so weit verbreitet, ja. Und natürlich zieht man auch nicht die richtigen Menschen dann an. Ne? Als stärkste Droge, um den unangenehmen Zuständen zu entkommen, wirkt jedoch bei mir Sex oder eher der Weg dahin, so wie die kurze Zeit nach dem Sex. Ja, also dieses, der Weg dahin und die kurze Zeit danach zeigt mir, es geht überhaupt nicht um die Frauen. Es geht nur um so scheiß Bestätigung, ne? Nicht gut, ne? Also das. Wie gesagt, gut, dass man es sieht, muss man jetzt auch nur was dran machen, weil das ist halt, das kennen wir alle, aber das ist halt dieses Dopamin, ne? Das ist ja ein Hormon des Jagens, ne? Nicht des Habens, sondern des Jagens. Und sobald du gejagt hast, wird die Beute uninteressant, ne? Sind ja meist Frauen, die ich zwar sexuell attraktiv, aber häufig nur attraktiv finde. Diese Frauen verlieben sich dann in der Vergangenheit häufig in mich. Erleben dich wahrscheinlich als krassen Minuspol dann. Ich jedoch wollte meist nach der ersten Nacht auf Distanz gehen und dann konnte ich den anschließenden Kontakt kaum aushalten. Diese Kontakte waren auch immer von Unehrlichkeit geprägt. Ja, Leute, wenn ihr was ändern wollt, bin ich nicht der Erste, der das sagt. Einfach ehrlich sein. Hört sich so viel verändern in eurem Leben, ne? Einfach die Wahrheit sagen, ne? Und klar, das könnte man jetzt sagen, ist halt, hier wird es so deutlich, was ich immer wieder sage, dieser Misch von Verlustangst und Bindungsangst, so, ne? Wenn du jemand datest, der noch minuspoliger ist, dann gehst du in die Verlustangst. Wenn du jemand datest, der plus ist oder vielleicht nur neutral, gehst du in die Bindungsangst. Das ist, was ich immer wieder sage, zwischen Plus und Minus kann man einfach wechseln, aber in die Mitte kommen. Das ist das große Thema, so, ne? Genau. Ehrlich wäre gewesen, direkt zu kommunizieren, dass ich mit den Frauen in keiner Beziehung, sondern nur an Sex interessiert bin. Dann wäre jedoch kein Sex zustande gekommen, weshalb ich es nie erwähnte, was moralisch absolut zu verurteilen ist. Oder du musst halt, verstehe ich, oder du musst halt die Frauen daten, die auch nur auf Sex aus sind, ne? Aber klar, wenn man schon weiß, die wollen was anderes, ist es vielleicht nicht ganz fair, ne? Ich spüre immer dieses unglaubliche Bedürfnis der Frauen nach Nähe und Liebe, was du ja auch hast, ne? Das Match halt dann so schlecht, das ist aber so typisch, wie das hier beschrieben ist. Der Frauen nach Nähe und Liebe und konnte es nicht übers Herz bringen, die Wahrheit zu sagen. Wenn du es weißt, versuch es nicht mehr zu tun, so, ne? Deshalb hielt der Kontakt meist noch länger, was das Leid der Frauen noch verschlimmerte. Ich hatte, also, ja, wenn man natürlich schon weiß, man will sie nicht mehr und hält dann den Kontakt noch für noch dreimal Sex, das ist wirklich nicht gut, ne? Das muss ich ganz klar sagen, ne? Ich hatte in den letzten 10 Jahren grob geschätzt, 50 plus solcher Kontakte. Ich möchte nochmal betonen, dass es, ich weiß, dass es falsch ist, um nicht zu entschuldigen. Es tut mir unglaublich leid und ich hoffe, diesem Verhalten nie wieder nachzugehen und in Zukunft weniger Leid zu erzeugen. Ich schäme mich für dieses Verhalten. Tatsächlich habe ich mir auch fest vorgenommen, dem Verhalten nicht mehr nachzugehen, was mir in den letzten Jahren auch gelungen ist. Ja, also wir sind alle auf dem Weg. Also ich bin nicht das Bundesmoralministerium und ich freue mich mal, wenn Leute sich auf den Weg machen, egal von wo sie da kommen. Und ja, es ist gut.
Und das jetzt ein Jahr nicht mehr geschafft zu haben, ja, das ist schon was, ne? Ich bin optimistisch, dass dies auch so bleiben wird. Konsequenz ist jedoch nun, dass ich quasi so gar keinen Kontakt mehr zu Frauen habe. Wobei ich mir hiermit noch besser fühle als zuvor, diese unehrlichen, toxischen Zusammenkünfte. Zwei Aspekte möchte ich noch hinzufügen. Vielleicht hilft es ja auch anderen Zuschauern, den Minus wohl besser zu verstehen. Ich glaube, dass viele Männer, die solche oder ähnlichen Verhaltensweisen nachgehen, auch wirklich leiden. Ja, also ich bin überzeugt, dass Minuspole auch leiden. Also nicht immer, aber so, in das so ein durchgängiges Muster ist, ja. Da kommt es ja auch zu keiner Nähe, so, ne? Der Unterschied zwischen Bindungsängsten und Verlustängsten ist nur halt nicht, der ist halt viel kleiner, als man denkt, so, ne? Bei beiden ist es so, dass sie eigentlich eine echte Intimität nicht aushalten, so verrückt das auch klingt, ne? Habe häufig Schlafprobleme, fühle mich irgendwie getrieben, finde mich häufig hässlich. Ja gut, so sage ich mal, sagen, also natürlich, da, wenn du dich so fühlst, fühlst du dich so, aber offensichtlich hast du ja viel Erfolg gehabt, also so ganz so schlimm. Kann es ja nicht sein, sag ich mal. Kann schlecht alleine sein. Ja, aber scheinbar hast du es ja jetzt geschafft. Habe häufig einen Kloß im Hals und fühle mich, also allein sein können ist wirklich Voraussetzung, dass man diese toxischen Muster abbaut, ne? Habe häufig einen Kloß im Hals und fühle mich nicht selten in meiner persönlichen Hölle sozusagen. Ja, okay. Nach einer solchen von Unehrlichkeit geprägten Zusammenkunft und der damit einhergehenden Bestätigung und dem Sex fühlte ich mich einfach nur normal. Ich saß manchmal direkt danach nachts raus und verspürte ein krass, ich glaube, ich war seit 3 Monaten nicht mehr so entspannt wie hier gerade. Ich habe vergessen, wie sich Entspannung anfühlt. Gut, dass man jetzt nach dem Sex entspannt ist, kommt vor, ne? Müssen das jetzt auch nicht alles so überproblematisieren. Dass solches Verhalten nicht entschuldigbar ist und wie erwähnt, möchte ich nie wieder so handeln, aber es ist für mich ein Weg gewesen, um mich mal kurzzeitig normal zu fühlen. Ja, da kann man ja drüber nachdenken, ne? Warum, also gut, wie gesagt, dass dann jetzt Sex entspannt, aber gut. Wie kannst du das sonst? Vielleicht kannst du Sport machen, Ausdauersport, das, diesen Sachen muss man da mal nachgehen, so, ne? Meditieren, Entspannungstrainings. Der zweite Aspekt ist, dass ich leider vor 5 Jahren begonnen habe, erotische Massagen in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, ich bin nicht das Moralministerium, aber letztlich das, ich meine, da will ich fast sagen, ist noch, ja gut, ich will da jetzt, was soll ich dazu jetzt sagen, also ist halt auch dieses Dopamin-Game, ne? Das ist eigentlich irgendwo das Gleiche wie vorher, ne? Auch hier verschäme ich, aber es fungierte irgendwie ähnlich stabilisierend und ich verletzte niemand anderen. Kann ich nicht beurteilen. Also immerhin sind da ja auch Frauen, die sich ja zur Verfügung stellen, ob das jetzt gut ist für die oder nicht. Keine Ahnung, aber gut, könnt ihr jetzt sagen, sind ja erwachsene Menschen, die einen Erwachsenen, also auf jeden Fall ist da diese Lüge nicht so drin, meinst du, glaube ich, ne? Ob das jetzt, also natürlich haben wir alle so einen Sexualtrieb, wie gesagt, der führt ja auch zu viel, klar, kann eine Menge Spaß machen, führt aber auch zu viel Problemen. Ich bin halt, also jeder von euch muss leben, wie er will, so, ne? Ich vertrete halt hier so ein bisschen einen werteorientierten, der ja auch mit Umständen mit einhergehen würde, sich auch mal von Sex zu entziehen, von Dopamin zu entziehen. Ne? Also Stichwort Drama-Fastenkur übrigens, könnt ihr auch noch einsteigen. Und mehr so einen werteorientierten Lebensstil, aber letztlich müsst ihr selber wissen. Ne? Ich kann das für euch nicht entscheiden. Ja. Ich möchte das auch nicht mehr machen, fühlte mich danach immer sehr übel, bin aber doch immer wieder hingegangen, wenn es mir schlecht ging. Ja, ist dann vielleicht nicht so das Richtige, ne? Genau wie irgendwas obendrauf kippen, im übertragenen Sinne. Ja, aber das ist so kurzfristig versus langfristige Bestätigung. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade sagte mit Dopamin versus werteorientiert. Die kurzfristige Bestätigung aufgeben für eine langfristige Bestätigung, so, ne? Das ist eine andere Art, das zu nennen. Ich habe den Eindruck, ich erwähne dies nur, weil ich hierzu eine Frage habe. Meine Fragen.
Wie könnte ich meine Thematik angehen? Naja, wie du schon, also es sind natürlich jetzt ganz viele Themen, aber ich würde auf jeden Fall eine Pause machen, was dieses problematische Verhalten angeht, sage ich jetzt mal. Also letzten Endes wäre natürlich das Ziel, das mehr zu machen, was in Richtung Stabilität geht und dieses instabile Bindungsmuster eben nicht mehr zu füttern. Also das Erste ist natürlich, also weder einer Frau hinterher zu rennen, die nicht verfügbar ist, noch jemand, wo du schon weißt, das wird nichts, dem jetzt irgendeine Halbwahrheit zu erzählen, nur damit sie ins Bett kriegst und was weiß ich. Also insofern, ja, Bindungsangstkurse könntest du natürlich mal machen, aber das ist, gut, das ist natürlich ein weites Feld, aber es wäre eben diesem Muster eben nicht mehr nachzugeben, machst du ja auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, ich glaube, was für dich gut wäre, wäre halt so diese ehrliche anzusprechen, wo du stehst, was du bist, dieses Transparenz reinbringen, ne? Weil das erzeugt ja auch Nähe, du vermeidest ja auch Nähe durch nicht kommunizieren sozusagen, ne? Und dann mal auf die Suche gehen, ne? Woher kommt das, was da eigentlich los, und sich da vielleicht Unterstützung holen. Und aber wie gesagt, ich bin ja ganz großer Fan von direkt ans Verhalten gehen, eben nicht mehr das weitermachen, was man bisher gemacht hat, und ja, eine Frau daten, die weder zu needy noch zu bindungsängstlich ist, und dann mit ihr im Kontakt sein und versuchen, da einfach weiterzukommen, ne? Also dann eben länger mit ihr zusammen zu sein, ne? Also länger jetzt für dich, länger sozusagen, ne? Könnte es auch ein Bindungstrauma vorliegen? Ich war eine Frühgeburt und wurde für ein paar Tage im Krankenhaus belassen. Ich habe keine Glaskugel, was das angeht. Also natürlich kann das sein. Andererseits gibt es sicherlich Frühgeburten, die eine ganz andere Bindungsmuster haben. Also das ist immer, wie gesagt, ich bin ja auch gar nicht so ein Fan davon, jetzt die Vergangenheit immer wieder aufzurollen. Natürlich kann man, kann sein. Nur letzten Endes wird immer erst ein Schuh draus, sobald man das auch ins Verhalten umsetzt. Ne? Da kommst du ja eh nicht drum rum. Aber klar, ja. Ich suche selbst nach Ursachen für meine komische Psyche. Ja, was heißt komische Psyche? Ich meine, das ist eigentlich so eine komprimierte Version von Sachen, die wir eigentlich in ganz vielen Mails hier besprechen. Also klar, man hat nie so dieses komplexe Bild, dass mal jemand ein Plus ist, mal ein Minus. Meistens sehen wir nur so einen Ausschnitt, aber das ist auch so ein bisschen Standard, sag ich mal, hier auf dem Kanal, so wie das halt läuft, wenn man nicht so in der Mitte ist, ne? Eine alternative Erklärung wäre eine Mehrfachniete in der genetischen Lotterie. Ja, ich meine, hast du drei Arme, hast du fünf Köpfe, was heißt denn hier Niete? Also wir kommen halt nicht, sind halt nicht perfekt. Also ich gebe dir absolut recht, auch gewisse Eigenarten können auch genetisch bedingt sein. Auch das, ich meine, das spielt einfach keine Rolle. Du musst mit dem arbeiten jetzt, was du hast. Und du hast jetzt auch die Erkenntnisse und du hast auch Tools. Und dann, geh ans Werk. Ne? Setz dir ganz klare Ziele, wo möchtest du stehen in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren. Das wäre, glaube ich, für dich auch wichtig. Und ja, was heißt hier Lotterie? Du könntest jetzt auch in irgendeiner Hütte, weiß ich nicht, in einer turkmenischen Wüste geboren sein, obwohl, vielleicht ist das sogar besser als hier, man weiß es nicht, aber es ist sowieso alles. Die einen sagen Zufall, die anderen sagen, haben wir uns so ausgesucht, es ist letztlich egal, du musst damit jetzt arbeiten, wo du stehst, und guck, ich bin mal dafür, nach vorne zu gucken, zurück, nach hinten kannst du zwar immer so eine Story machen, warum du so bist, aber ja, und dann, was ja heute auch viel der Fall ist, dann macht man sich so eine Story und dann kommt man leicht in so eine Opferstory und ja, ich bin benachteiligt und ich habe bestimmt die, und dann guck mal über ins Internet, ich habe bestimmt die und die und die Diagnosen und bla bla bla, und also wenn man sie hat, hat man sie natürlich, aber viele geben sich ja so Selbstdiagnosen und ach ja, ich kann ja auch gar nicht anders, weil ich die Diagnose habe. Das ist nicht so ein problematischer Weg, ne? Würdest du die Sache mit dem vergangenen Massage in einer zukünftigen Beziehung erwähnen? Nee. Ich weiß nicht. Also man sieht das auch immer wieder im Fernsehen, dass Leute, habe ich gerade bei der Bachelorette wieder gesehen, da jemanden daten und dann irgendeine Horrorstory aus ihrer Vergangenheit erzählen. Warum? Also, was hilft dir das weiter? Also ich verstehe ja diese, also ich würde sagen, sei ehrlich, was den Kontakt zu dieser jetzigen Frau, also dieses Hier und Jetzt, wie geht's dir hier und jetzt? Wie fühlst du dich? Wie distanziert bist du? Da finde ich Ehrlichkeit richtig. Oder wenn dich jemand fragt, sollte man natürlich ehrlich antworten. Aber man muss nicht jemand auf die Nase binden, weiß ich nicht.
muss ich auch erstmal kennenlernen und dann kann man ja schrittweise, wird das schon in der Vergangenheit auch ein Thema sein und, aber, ja. Also wird dich, macht dich wahrscheinlich nicht attraktiver auf jeden Fall, so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Außer wenn es mit jemandem das vielleicht nichts ausmacht, aber macht es ja auch geben, aber würden vielleicht viele jetzt nicht so cool finden. Ne? Und klar, wenn du jetzt irgendjemand mal heiratest, dann sollte der das vielleicht wissen, so, aber bis dahin ist ja schon wieder so viel Positives passiert mit dieser einen Person. Das, weil wir können ja auch eine, also wie gesagt, ich sag's nochmal, ich bin nicht das Bundesmoralministerium, also heute würden das viele vielleicht auch gar nicht mehr, heute ist ja sowieso, das sieht man das ja alles lockerer, ist ja heute auch gut so. Vielleicht wird das auch gar nicht so negativ gesehen, aber wie gesagt, da jetzt so, jetzt schütte ich dir erstmal mein Herz aus, was ich alles im Leben vielleicht schon falsch gemacht habe. Weiß ich nicht, was einem das jetzt so bringt. Würde gerne absolut ehrlich sein. Ja, sei ehrlich mit den Frauen im Hier und Jetzt im Kontakt und daraus ergibt sich dann schon alles. Und wenn du länger mit denen zusammen bist und Zeit für so Geschichten aus der Vergangenheit ist, dann kannst du es ja gerne erzählen. Aber ich würde es nicht gleich auf dem ersten Date damit aufkreuzen. Ne? Habe auch Angst, deswegen verlassen zu werden. Ja, wie gesagt, man muss jetzt auch nicht... Muss jetzt auch nicht sagen, ja, mit 5 hatte ich Masern und mit 7 hatte ich das und muss wirklich aufpassen, dass du so in der Mitte bleibst, ne? Nicht jetzt so wieder so Extreme gehst, ne? Welche Bücher, Programme empfiehlst du? Ja, also meine Bücher kann man ja sowieso mal lesen und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du von den Bindungsangstkursen, ne? 4, 6 und 9 ist das, könnte ich mir schon für dich gut vorstellen hier. Und aber wie gesagt, einfach mal aufschreiben, wie du daten möchtest im nächsten Jahr, in den nächsten 3 Jahren, in den nächsten 5 Jahren. Ne? Ansonsten, ja, und vielleicht gucken, was man noch so für Unterstützung bekommen kann, ne? Wenn das so in deinem Sinne ist. Gut, und weg von diesem Dopaminorientierten, ne? Genau. In diesem Sinne, nee, irgendwas wollte ich noch sagen. Mach natürlich die fucking Kurse. Und ja, ich wollte noch sagen, ja, die ladet euch gerne mal die Liebeschip-App runter. Bin auch sehr interessiert an Feedback für die Android-Version. Die ist erst jetzt so voll funktionsfähig. Ich habe leider kein Android-Handy. Also, wenn ihr da was zu sagen wollt, schreibt es gerne hier unten runter. Oder schreibt es an support@liebeschip.de. Kann man jetzt auch die Kurse, also einen Teil der Kurse direkt kaufen. Bei Apple geht das ja schon länger. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.